Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Emerald Randomizer Challenge. Ich habe keine Ahnung, was in der letzten Story-Folge... Ah doch, warte, das war die mit zwei Arena-Leitern. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, weißt du das? Ich weiß nicht immer mehr die Steuerung. Oh, Günther, du, Dings, naja, tu mir mal einen Gefallen. Es gibt hier ein Untergrundgebiet. Und mach mal den Generator aus. Der ist ein bisschen zu lang gelaufen, wird langsam unsicher. Ja, weg damit. Mach dir keine Sorgen, das wird keine Challenge sein. Du musst nur ein bisschen von Route 110 wegsurfen. Schön für dich, das ist Route 118. Wo ist Route 110? 117? 110. Und wo kann ich da surfen? Oh Gott. Ich merke schon, die Aufnahme beginnt wieder toll. Route 110, ja. Nochmal sicher gegangen. Team ist geheilt, oder? Nein, ist es nicht. Schon ein nices Team. Nur dieses Roselia passt nicht. Das ist verdammt schwach. Komplett falscher Knopf. Das ist die Cycling Road. Los, Günther, surf. Hier müsst sein, oder? Ja. Die Tür ist offen. Jetzt bin ich da. Und hier gibt's natürlich auch Pokémon. Dich mag ich nicht. An sich fände ich es natürlich cool, hier irgendein Ersatz für meinen Roselia zu finden. Oh, so ein Bisaflor oder sowas, Alter. Kein Hypno. Definitiv kein Hypno. Oh, Milotic. Da ist nur die Sache, Wasser brauche ich nicht. Und Günther ziehe ich echt nochmal hier eine Milotic vor. Hast du gerade gesagt, ich kann nicht? Hast du gerade gesagt, ich kann nicht? Hast du gerade gesagt, ich kann nicht? Danke. Schon wieder ein Hypno. Du willst wohl gegessen werden. Hat Pflanzi einen XP-Teiler oder... Ich habe keine Ahnung mehr, ob ich das Itemradar schon habe, also... Und wenn ja, wie man es benutzt. Und wie kriege ich die Wand wieder da weg? Hier scheint es jetzt keine coolen Pflanzen-Pokémon zu geben, nur dich und du bist nicht cool. Du bist auch nicht cool. Dich hatte ich doch sogar mal eine Weile hier, oder? Oder zumindest auf der Box. Ich bild mir aber ein, ich hätte das Ding irgendwie schon gehabt. Fluchtseil gefunden. Je. Okay. Und wer hat behauptet, ich will das? Das war gerade Outer City. Viel Spaß damit. Damit mache ich meine Audios. Da war gerade... Oh, das ist cool. Nebenbei am Bearbeiten. Von dem zweiten Teil des 100-Abo-Specials. Hat man vielleicht auch an der Zeit gesehen. Und die Datei, die es nicht gefunden hat, ich habe gerade mal ein bisschen alte Speicherdaten von Walross-Editionsfolgen ausgemistet. Weil die sind auf YouTube. Wozu brauche ich noch die ganzen Speicherdaten? Und das waren insgesamt, glaube ich, 8,
9 Gigabyte und das ist nicht nichts. Hier komme ich jetzt weiter. Hyperball. Deadfee gibt es hier auch noch, aber es wirkt jetzt nicht so immer noch, als wären hier noch irgendwelche coolen Pokémons. Du bist nicht mal ein Pflanzen-Pokémon, auch wenn du so tust. Weil da bin ich wieder am Anfang. Und wo ist der Generator? Das hier ist doch der Anfang. Jetzt mal no shit, habe ich gerade den fucking Generator irgendwo übersehen. Die ganzen Viecher hier können mich mal. Ich sagte, ihr könnt mich... Ich will halt aber auch kein... Oh, nur eine Sache. Ich will halt keinen Schutz benutzen, in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch was Cooles kommt. Nur... Du bist nicht der Generator. Ich hab probiert. Das war nicht der Generator. Oh. Junge, tschüss. Oh. Du bist auch nicht der Generator? Willst du mich verarschen? Wo ist der Generator? Das ist doch ein Gag. Ja, dich hatten wir gerade auch schon. Daher bist... gesagt, halt da vorne, das sah genauso aus. Daher bist du wohl auch nicht der Generator. Ich wusste zwar, dass ich mit den ganzen Kampf-Pokémon hier aufpassen muss, weil die fucking broken sind gegen mein, wisst schon, hab heute wieder gutes Commentary in der Hood. Cool. Ich habe keine Beleber offensichtlich. Nee, vom Level her würde ich eher... Hallo? Kann ich bitte nicht ganz... Okay, eigentlich kann ich es auch so lassen, aber YOLO. Ein Paralyseheiler und das war klar. Tschüss. Also. Ich habe gerade eine klasse Idee. Wie wäre es denn, wenn da oben... Ah, Level-Ups. Oh! Gigasauger. Wie wäre es, wenn hier oben der Generator wäre? Rechts ist wieder nur ein... Wisst schon. Voltoball. Und ihr könnt mal aufhören, mich zu näher... Oh! Free XP. Nicht mehr... Wow. Aber jetzt mal for real. Trägt wirklich Pflanzi? Warum trägst du den... Warum Pflanzi? Pflanzi ist einfach das höchste... Okay, wenn das Ding jetzt nicht der Generator ist, dann muss ich aber ganz weit los. Ein Donnerstein noch eingesagt. Bringt mir nur nichts. Mein Blitzer ist schon Blitzer. Klick. Der Generator hat aufgehört. Jetzt muss ich das Voltoball hier auch noch fighten. So, jetzt kann ich aber in Ruhe zurück zum Anfang. Ach, Dratini gibt's hier noch. Und das sieht übel cool aus in Gelb. Oh, willst du mich eigentlich gerade komplett irgendwie im Viereck verarschen? Aber seht ihr, nach so langer Zeit hatte ich hier doch noch einen neuen Encounter.
Das heißt, es kann sich durchaus lohnen. Und inzwischen würde es sich nicht mehr lohnen, den Schutz noch zu aktivieren, also. Weil gleich bin ich eh draußen. Nach 38 weiteren Encountern. Komm, hoffentlich letzter Encounter. Ich habe irgendwie erwartet, dass jetzt auf dem letzten Schritt noch einer kommt. Aber hier gibt's ja noch. So. Ja, hast schon gut gemacht. Hier kriegst du Donnerblitz. Oh mein Gott. Das ist natürlich episch. Das ist natürlich episch. Wie viele Bälle habe ich? Okay. Warum zur Hölle kann Despotar das erlernen? Donnerblitz auf meinem Blitzer. Nice. Nice-O-Matico. Kann sein, dass der EP-Teiler jetzt bisher auf Günther gar nichts gebracht hat, weil ich keinen einzigen Gegner bekämpft habe seitdem. Ich denke, ich muss jetzt hier lang, oder? Ah ja, sehr gut. Ist dann auch gleich der Tyran. Oh, 6 Pokémon. Gut. Ich würde sagen, wir machen... Oh. Rock Slide trifft alle, oder? Nee. Ah, beide Gegner. Das Amaldo kam, starb und verschwand. Ein blaues Pikachu. Du machst mal hier ein Thunderbolt. Mal im Ernst, warum sind die Gegner so low-leveled? Und hatten die jetzt wirklich 2 Amaldo? Ist das euer Ernst? Die hatten einfach 2-mal dasselbe fucking Pokémon. Mal im Ernst, wie wahrscheinlich ist das? Das hier ist ein Randomizer. Ach, willst du nicht kämpfen, du Keck? Ja. Aber der da. Oh, das Ding ist nicht schwach. Wenn es jetzt nicht so ganz underleveled wäre. Hui. Also hier sind die Gegner schlecht gelevelt, aber ich glaube jetzt mal, wenn ich hier ins Wasser komme, sind sie das nicht mehr. Weil den Teil hier konnte man ja auch schon vor ziemlich langer Zeit erreichen. Deswegen können die hier nicht so... High-Level sein. Kurz muss aus Interesse, Encounter-mäßig. Wie genau war das nochmal mit dem... dieser Flur? Was genau war das nochmal? Ist das gerade ernst gemeint? Ich sag noch, erst diese Folge. Es wäre so geil, ein Bisaflor zu finden. Und jetzt kriege ich zumindest Bisaknosp. Bei mir läuft ja richtig. Wobei ich echt sagen muss, irgendwie ist das auch traurig. Wir sind jetzt wirklich letztendlich angekommen. Mein dritter Haupt-Pokémon-Teil. Oh, eigentlich wollte ich ja sagen. Mein drittes Pokémon-Hauptspiel, in dem ich ein Bisasam bzw. seine Entwicklungen trainiere. Dich habe ich ja auch schon nicht reingenommen. Aber bei dir passt jetzt halt auch noch der Typ. Du hattest doch aber... Blitz. Ich dachte, du hättest Zerschneider gehabt. Nee, dann ist das kein Problem. Nur eine Sache muss ich jetzt nochmal gucken. So. Das
wollte ich noch machen? Und zwar... Uff. Ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung, welchen Namen, aber ich will ihm einen Spitznamen geben. Und Kamerupt vielleicht auch. Was für Namen könnte es geben? Ach, wisst ihr was? Jetzt, wo das Video hier rauskommt, hab ich ja schon die Leaks, nenne ich es mal, die ersten, zu Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition 3 gebracht. Und dementsprechend werde ich einfach jetzt auch dieses Bisaknosp nach Bulbi, dem Hauptcharakter bzw. der Hauptcharakterin, benennen. Und Kamerupt, was kriegst du für einen Namen? Ich hätte jetzt vielleicht noch beim Bisaknosp gucken können, ob es weiblich ist. Das wäre nämlich deutlich besser. Wie nenne ich Kamerupt? So, Vulko von Vulkan halt. Wer das jetzt nicht kapiert hat, Überraschung natürlich, ist das Bisaknosp männlich. Aber wir machen da jetzt einfach dasselbe, wie wir in Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel mit dem Geschlecht des Partner-Pokémon gemacht haben. Wir scheißen drauf. Ich meine, in Team Himmel hatte ich ja auch Lord Ecke, war weiblich eigentlich. Für die, die das nicht wissen, den tollen Fun Fact, weil es Vulpix nicht als männliches Pokémon gibt. Weder als Starter noch als Partner, was ich persönlich echt kacke finde, muss ich sagen. Es gibt allgemein, es gibt drei Pokémon, die man nur als weiblich bekommen kann. Und das finde ich so dumm. Es sind normalerweise Evoli, Eneko und eben Vulpix. Und das ist halt echt bescheuert. Das bringt mir einen Scheißdreck. Die beiden passen irgendwie, Günther. Und übrigens auch weiblich, bei mir läuft's. Ja, Günther und Despota haben hier in dem Design ein bisschen was voneinander. Ja, jetzt gebe ich ein Interview. Nope. Nope. Wie gebe ich in was ein, Bin ich gerade blöd? Danke. Rolex Bargeld, das ist mein Lifestyle. Money. Ja. Das war ein klasse Interview, ich weiß. Wie kommt man darauf, das als Interview durchgehen zu lassen? Alles, was ich gesagt habe, war Geld. Punkt. Und die finden das ein klasse Interview. Warum genau? Oh, jetzt, Mann, jetzt krepier doch. Ja, ich wechsle mal. Ich würde auch gern Bulbi reintun. Die Level sind aber tatsächlich schon relativ high. Da kommt jetzt auch ein Level ab. Ich tue... Ich behandle das Pokémon jetzt auch, als wäre es weiblich. Ich tue sie einfach mal nach vorne. Oh, hi. Ibim, Steven, wir haben uns schon mal getroffen. Da sind viele Pokémon hier. Und wenn du auch nur deine Lieblings-Pokémon großziehen willst, geht das auch.
So funktioniert das bei mir wirklich. Ich bin auch gespannt. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass mein Team nochmal Changes haben wird. Also, was denkst du? Naja, ciao. In Omega Rubin Alpha Saphir findet man an dieser Stelle, bekommt man dann am Ende Latios oder Latias. In meinem Fall Latias. Was ich auch ziemlich gefeiert habe, muss ich sagen. Latias war das einzige Mal, dass ich ein legendäres Pokémon in meinem Team hatte. Und das war, ich denke, das kann man mir... Oh, das Arschloch-Moveset! Sleep Powder, Poison Powder, Razor Leaf, Wine Whip. Oh, fucking Fluch. Tschüss. Sehr guter Beginn. Ah, stimmt, ich hätte vielleicht gucken sollen wegen Rewive. Oh, und ein HP-Up. Bulbia hat sehr wenig, wird sich aber nochmal entwickeln. Günther kriegt. Hey, Typ. Wow. Ich mache jetzt hier krasse MLG-Pro-Taktiken. Als ob das trotz, dass es Pflanze ist und drei Level über mir so Damage macht. Oha, Walross! Könnte ich glatt auch ins Team nehmen, aber... Nein, irgendwann will ich zwar mal einen Seemops spielen, aber das will ich dann auch von Anfang an als Seemops haben. Okay. Wenn du willst. Ich hätte dir das erspart, aber ich glaube, ich sollte erstmal versuchen, ein paar Level mit anderen an der Spitze zu ergattern. Vielleicht sollte ich dann auch mal wieder Fragezeichen-Man nach vorne tun, habe ich das Gefühl. Der hatte hier ewig nichts mehr zu tun. Ja, zum Beispiel, das Sonflora kannst du dich gleich mal drum kümmern. So, drum gekümmert. Und seht ihr, hier sind die Level schon wieder sehr nah an meinen dran. Ich bin halt nicht gerade overleveled in diesem Run, weil ich vor den meisten wilden Pokémon einfach wegrenne. Ah, die Route. Dich hab ich schon. Und bin sehr zufrieden damit, um das nochmal anzumerken. Das Blitzer feier ich. Hallo? Danke, ich dachte schon, hier hat gerade keiner Bock zu kämpfen. Wow. Natürlich! Wer sonst? Okay, dann kriegst du den Regen halt auch in seiner vollen Power ab. Du wolltest es nicht anders. Hier, komm, du jetzt auch nochmal. Ja, genau, ich hab verfehlt. Digga! Dieser kleine Heslon davor hatte mir einmal Sandwirbel reingedrückt. Und ich verfehle wieder zweimal. Dann, oh Gott, ein Wailord. Das könnte dauern. Oh, irgendwie ja doch nicht. Tschüss, Wailord. Keine Ahnung, was das auf Deutsch ist. Ach, du bist es. Und ich weiß, dass ich in dem Projekt schon mal nicht wusste, was das auf Deutsch ist. Alter, scheiß doch auf den Konfusstrahl. Ich sagte, du sollst auf den Konfusstrahl kacken. Danke. Ja. Der Donald. Wo ist denn dein Trump Tower? So, jetzt nochmal zu dir. Danke. Und warum genau kämpfe ich jetzt gegen dich? Ja, er gibt auf. Sehr gut. Und Pandir. Gib's auch auf, dich mag keiner. Spätestens, wenn man einmal versucht hat, in Team Himmel den Verhängnisturm zu erreichen, hasst man dich. Und der letzte Sammler hatte einen Wailord, du hast einen Wailmer, läuft bei euch Sammlern. Level up, was zur Hölle ist das? Oh, wow, 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 wow. Da hätte ich gut auf Günther...
Ich weiß nicht, was das ist. Ich gehe einfach auf Tyrann. Ah, der Heslon. Und weg mit dir. Ich bräuchte echt mal... Ich muss halt in der nächsten Stadt dann endlich mal gescheit was einkaufen. Nächster Käfer. Mal ernst. Blitzer ist, glaube ich, von den wilden Pokémon das, was ich am häufigsten antreffe. Und jetzt kommt es auch noch bei Trainern vor. Ist das dein Ernst? Wieso treffe ich so viele Blitzer? So. Und das Blitzer treffe ich nicht so bald wieder, glaube ich. Oh, Evoli. Evoli ist toll. Ich meine, ich spiele eine Weiterentwicklung von Evoli. Also, denke ich, kann man sich denken, dass ich Evoli toll finde. Aber hier, guckt es euch an, auch wenn es jetzt gerade grün und nicht braun ist. Wobei ich das Braun besser finde. Evoli ist einfach toll. Okay, dann... Nein, Blitzer, ich hab dich schon. Und du da oben? Hallo? Will der mich irgendwie... Der will mich verarschen, oder? Ich merk schon, ihr macht nach, was ich tue. Und dafür kriegst du jetzt auf die Schnauze. Guter Kampf und so, ne? Ich dachte, du fliegst und dann machst du irgendwie... Also auf jeden Fall gibt's VM-Fliegen. Wirklich? Was zur Hölle? Ich hab von einer Höhle gehört, die Höhle der Herkunft heißt. Da sollen Pokémon wiederbelebt werden. Schön für dich. Und warum sind hier so viele fucking Wingul? Du willst kämpfen, sehr gut. Ein Seedraking. Und irgendwie fühlt sich diese Folge schon wieder relativ inhaltslos an, auch wenn sie gleich darum ist. Das ist irgendwie mein Problem mit dem Projekt. Die Folgen fühlen sich oft voll inhaltslos an und das ist nicht ernst gemeint, danke. Beldum war doch... Oh, scheiße, ich habe gerade an Pflanzen-Pokémon gedacht. Vor allem der Regen ist jetzt am Kacke-Essen. Reicht trotzdem. Niu, niu, niu. So, das Ding ist ein klarer Fall für ein Gönni. Seht ihr, es ist wie im echten Leben. Wenn Fragezeichen-Man mal wieder nichts geschissen kriegt, dann darf der Günthers ausmachen. Schon wieder Blitz! Gott, diese Blitzer sind lange... Oh, ja, das muss dann wohl wieder Steckdose erledigen, weil Bulbi noch nicht wirklich kampffähig ist. Ich habe halt auch keinen zurückzurennen. Hey, das Design ist cool. Das sieht jetzt echt aus, als hätte es einfach nur so eine Jacke an. So. Tschüss. Aber ein Flug-Pokémon war das trotzdem nicht, du Typ. Und ich denke zumindest, einen Supertrank könnte ich eigentlich... Oh, ja, okay, dann du auch. Du kriegst auch einen. Und ich denke, es ist jetzt langsam an der Zeit. Hier auch mal. Habe ich Paralyze hier? Ich habe doch vorhin einen gefunden, ne? Das heißt, ich muss welche haben. 8 Stück.
Und ich hau mal ein paar normale Tränke raus. Welches Level hatte Bulbien zwischen 28? Das... Oh, das sieht cool aus. Riecht aber stark danach, auch nochmal genutzt zu werden. Oh, Doppelkampf. Tyrann ist an zweiter Stelle, oder? Ja, das Erste, das natürlich hier wieder kommt. Ich tu mein neues Pflanzen-Pokémon vor. Wer steht am Anfang? Gift und Feuer! Was? Das hat nicht... Ich dachte, ich war mir ziemlich sicher, dass das zumindest der Blitzer rausnimmt. Dieser Kampf ist schon wieder komplett kacke für Bulbi. Ich bleib dabei. Oh Gott, das macht ja gar nichts. Oh Gott. Piep, 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 piep. Hau sie alle weg. Nur Bulbi könnte vielleicht überleben. Oh, wurde gar nicht getroffen. Echt. Hat das Tangela gerade 666 Erfahrungspunkte gegeben? Es ist Satan. Wo wir gerade von Satan reden. Mir fällt keine gute Überleitung ein, wie ich die Folge beenden kann. Heute sind wir durch eine Rude gerannt, haben 38 Blitzer getroffen und ich habe einen Call des Todes rausgehauen. Ah ja, und wir haben Donnerblitz für Blitzer bekommen. Abonnieren. Ciao.